Radio Leverkusen, Carmen Schmalfeld, meine letzten 2 Minuten Moderation. Was ich in diesen 9 Jahren nicht geschafft habe, das ist, dass wenn ich irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs bin, Leute treffe aus Leverkusen und dass die dann tatsächlich sagen, wenn ich frage, woher kommt ihr, dass die dann sagen, ja, aus dem Rheinland, oder ganz oft ist es mir tatsächlich auch echt passiert, dass Leute gesagt haben, sie sind aus Köln. Und was ich mir furchtbar gewünscht hätte, ist, dass die Menschen sagen, sie sind aus Leverkusen. Weil diese Stadt zwischen diesen 2 glitzernden Metropolen eins hat, nämlich ein ganz besonderes Volk. Oh, eine Sekunde, ich habe mich gleich wieder brabbelt. Die Menschen in Leverkusen sind so echt, so authentisch. Die haben nicht diesen total überzogenen Stolz wie ein Kölner. Oh, ich bin ein Kölsch. Nein, das ist der Leverkusener nicht. Der Leverkusener ist ein hart arbeitender, super ehrlicher Mensch, der dir genau offen begegnet, der einen Fußballverein hat, auf den man wirklich, wirklich stolz sein kann. 1904 gegründet aus einer Betriebsmannschaft. Mehr Identität geht eigentlich gar nicht. Und alle, die darauf runtergucken und sagen, Werksverein, die sollen einfach mal die Klappe halten. Ich wünsche mir, dass ihr alle hier in Leverkusen sowas wie, ja, ein bisschen Freude daran entwickelt, dass ihr aus dieser Stadt seid, weil diese Stadt so grün ist, so freundlich und so überwältigend und mich so gut aufgenommen hat. Ich denke an Lev Liest, an Lottis Telegrafenklause und die Nächte da, an unsere Weihnachtsfeiern und die Kneipentour. Als wir die Faschingssitzung von den Altstadtfunken gecrashed haben hier mit dem Radio Leverkusen-Team. An sämtliche Züge, an Forumpartys, an Weihnachtsfeiern, an den EVL-Halbmarathon, bei dem wir uns hoffentlich dieses Jahr am 12.06. nochmal zusammensehen. Und bitte, 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 wenn wir uns irgendwo in der Welt treffen, sagt, ihr seid aus Leverkusen und macht das mit einem gewissen Stolz, denn es gibt ganz viel, worauf man hier stolz sein kann. Ich war stolz drauf, dass ich 9 Jahre für euch da sein durfte morgens. So, und jetzt bereitet der Jenny und den Sebastian, yeah, über nächste Woche einen geilen Empfang.